So, und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, und ich muss jetzt mal ganz kurz etwas ernster werden, die wir heute möglicherweise zum letzten Mal sehen in dieser Sendung. Ihr werdet hinterher dann auch hören und verstehen, warum. Es geht um das Kacktor des Monats November. Hier sind die Vorschläge. Das Kacktor des Monats. Tor 1, Waldemar Anton, VfB Stuttgart. Im Ligaspiel gegen Eintracht Frankfurt führt der VfB mit 1:0. Der Innenverteidiger möchte eigentlich dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Mit Köpfchen gedacht, mit Köpfchen gespielt. Leider wird so die Idee von Frankfurts Philipp Max weniger zur Flanke als vielmehr zur Lampe. Zur Bogenlampe nämlich für Stuttgarts Torwart Alexander Nübel, der trotz ausgedehnter Streckübungen hier einfach nichts mehr machen kann. Tor 2, Jamil Naschar, Borussia Mönchengladbach 2. Wenn aus dem Spiel heraus kein Tor fallen will, muss eben ein Standard her. Beinahe geht es im Regionalligaspiel zwischen dem FC Bocholt und der zweiten Mannschaft der Borussia torlos in die Halbzeit. Gladbachs Jamil Naschar will das so aber nicht stehen lassen und verwandelt den Ball spitzfindig mit der Fußspitze ins eigene Tor. Bocholt gewinnt durch diese kleine Spitze das Spiel mit 1:0 und bleibt Spitzenreiter. Einfach Spitzenklasse. Tor 3, Olivier Demain, Werder Bremen. Schon Hermann Hesse wusste, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und für den sorgt am Anfang der Partie Bremen gegen Leverkusen am 12. Spieltag Bremens Olivier Demain. Jonas Hofmann hebt den Ball nach einer Ecke zauberhaft in den Strafraum, wo Leverkusens Torzauberer Victor Boniface noch knapp verpasst. Zum Glück ist Olivier Demain zur Stelle und zaubert den Ball unhaltbar für seinen eigenen Torwart Michael Zetterer ins Netz. Der Anfang vom Ende für Werder, das von Leverkusen mit 0:3 hergezaubert wird. Tor 4, Linus Holtei, SSV Hartstuck. Der Schlussmann vom SSV Hartstuck zeigt eindrucksvoll, dass der moderne Torwart nicht nur aktiv mitspielt, sondern auch selbst Angriffe abschließen kann. Stark antizipiert, den Pass abgeschätzt und mustergültig verwertet der Keeper des Tabellenführers der Kreisklasse 6 in Hamburg diesen Steilpass. Leider aber souverän ins eigene Netz und damit zum 4:2 für Gegner Teutonia Ottensen. Tor 5, Lukas Hiemann, FSV Zwickau. Im Spiel gegen den FC Eilenburg in der Regionalliga Nordost will der Gegner das Tor einfach nicht treffen. Also hilft Zwickaus Schlussmann Lukas Hiemann eben ein bisschen mit. In bester Tomislav Piblitzer Manier irgendwie ins eigene Tor buxiert. Wobei hier mehr Pech als Blackout mitgeholfen hat. So, das waren die Vorschläge fürs Kacktor des Monats November. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass dieser Pulli nicht nur gut aussieht, sondern auch sprechen kann. Herzlichen Glückwunsch zum schäbigsten Pulli Deutschlands. Ein Bauchredner quasi. So, und jetzt kommen wir, aber ich habe erwähnt, es gibt eine betrübliche Nachricht, die das Kacktor betrifft. Ich schalte dafür rüber in unser Sportshow-Studio zu Lea Wagner. Und jetzt kommen wir zum Aufreger des Wochenendes und zur gleichzeitig traurigsten Nachricht. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich es Ihnen beibringen soll. Die Zukunft des Kacktors des Monats ist aktuell ungewiss. Grund dafür ist dieser Mann. Daniel Heuer Fernandes, seines Zeichens Torhüter und seit gestern auch Kacktorschütze in Diensten des HSV. Wir gucken uns das doch nochmal an. Die pure Perfektion dieses Kacktors allererster Güteklasse im Hamburger Derby St. Pauli gegen den HSV lässt die Zeigler-Redaktion aktuell daran zweifeln, ob die beliebte Kacktor-Rubrik so noch weitergeführt werden kann. Zu perfekt, zu anmutig, zu unerreichbar, ja zu unübertreffbar erscheint dieses Kacktor von Daniel Heuer Fernandes. An Zeigler selbst lässt sich mit den Worten zitieren, wir sind alle geschockt und konsterniert. Wir müssen über die Zukunft dieses Formats ernsthaft nachdenken. Wir sind alle ratlos, was da noch kommen soll. Es bleibt also spannend, was das Kacktor bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs angeht. Zu legendär und unerreichbar scheint das Tor von Daniel Heuer Fernandes. Noch dazu als Derby-Kacktor. Das Video ist im Netz so viral gegangen, dass erste Amateure schon versucht haben, es nachzustellen. Ja, Amateure, aber auch wir. Denn, wie gesagt, das Kacktor des Monats hängt an einem seidenen Faden. Und wir wollten eigentlich wissen, wie dieses Tor sich anfühlt. Also ich wollte es wissen, weil es ist ja im Prinzip sowas wie das perfekte Kacktor. Also wenn du irgendjemandem sagst, schieß mal ein Kacktor und übertreib dabei maßlos, dann wäre ungefähr so ein Tor gefallen wie das hier. Ich habe versucht, den Bewegungsablauf möglichst naturgetreu hinzubekommen. So. Ach, Tor! Tor! Was war das denn für ein krummes Ding? Mein Gott, was so
war das denn? Es steht 2:0 für St. Pauli und keiner weiß eigentlich warum. Was für ein Tor, was für ein Eigentor war das denn? Meine Güte. Heuer Fernandes haut ihn sich am Ende selber in das Tor rein. Total crazy, habe ich hier schon lange nicht mehr gesehen. Richtiges Slapstick-Einlage da. Ja. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt kann nichts mehr kommen. Es kann kein Kaktor mehr kommen, dass ich mit diesem Kaktor messen kann. Und dann habe ich mich aber erinnert an eine Fernsehsendung, die ich mal als Kind gesehen habe. Da hat der große Rudi Michel erklärt, dass es gar nicht immer so eindeutig ist, ob ein Ball überhaupt im Tor war oder nicht. Das heißt also, ich zeige euch erstmal, was Rudi Michel damals gesagt hat. Die dokumentarische Beweiskraft des Fernsehbildes ist in jedem Fall eingeschränkt. Mit Ausnahme der Zielaufnahme. Denn Bilder quer zur optischen Achse sind absolut beweisfähig, aber nur im Moment des Zieleinlaufes, wenn die Kamera auf der gleichen Höhe steht. Linien können als Erkennungshilfen dienen, aber auch hier sind optische Verzeichnungen, optische Verkürzungen nicht auszuschließen. Siehe Wembley 1966. Achtung, Achtung! Hi! Nicht im Tor, kein Tor. Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Tor. So aber sah die gleiche Szene im englischen Film Goal aus, der aus einer ähnlichen Perspektive mit vergleichbarem Öffnungswinkel aufgenommen wurde. Wir versuchten, die Flugbahn des Balles von der Latte zur Torlinie auf dem Boden zu rekonstruieren. Die kürzeste Verbindung zwischen diesen beiden Punkten ist diese gerade Linie. Abweichend von der Geraden hat der Ball eine deutlich nachweisbare Kurve, einen Bogen beschrieben, ehe er auf der Torlinie aufprallte. Ist damit fotografisch der Beweis erbracht, dass der Ball auf seiner Flugbahn zwischen Latte und Linie im Tor gewesen ist? Die soeben verdeutlichte Flugbahn des Balles haben wir bei der Produktion der Sendung auf einem winterlichen Fußballfeld nachkonstruiert. Auf einen biegsamen Stahlstab ist das Modell eines Fußballs gespießt. Die Spannung des Stabes zwischen Latte und Linie bildet die vorhin eingezeichnete Flugbahn nach. Wo befindet sich der Ball? Vor der Linie oder dahinter? Jetzt ist der Ball im Tor. Aber trotz Drehung des Stabes von vorn nach hinten bleiben Ausgangs- und Endbogen deckungsgleich. Damit ist klar aufgezeigt, dass der Bogen eine Flugbahn darstellen kann, die nach vorn oder nach hinten verläuft. Ein endgültiger fotografischer Beweis ist also nicht möglich. Nur eine Kamera auf Höhe der Torlinie, eingesetzt im Sinn einer Zielfotografie, kann den unbestechlichen Beweis in der Streitfrage Tor oder Nicht-Tor erbringen. Faszinierend. Wir sehen also hier die wirkliche Flugbahn des Wembley-Tors, also des Balles. Also in Wirklichkeit war der klar drin. Und wir sehen und haben eben auch in diesem Beitrag entnommen, dass es nicht mal eindeutig ist, ob ein Ball im Tor ist oder nicht. Und das würde natürlich Daniel Heuer-Fernandes jetzt und uns auch als Kaktor-Produzenten auch retten. Denn wenn der Ball gar nicht im Tor war, war es kein Kaktor. Deswegen haben wir jetzt mit dem Wissen um den Rudi-Michel-Artikel, der mir wieder einfiel, zum Glück, haben wir im Garten nochmal versucht rauszufinden, im Nachhinein noch, ob der Ball überhaupt im Tor war. Wo befindet sich der Ball? Vor der Linie oder dahinter? Jetzt ist der Ball im Tor. Damit ist klar aufgezeigt, dass der Bogen eine Flugbahn darstellen kann, die nach vorn oder nach hinten verläuft. Nein, Ball nicht im Tor. Weiterspielen. Nur eine Kamera auf Höhe der Torlinie, eingesetzt im Sinn einer Zielfotografie, kann den unbestechlichen Beweis in der Streitfrage Tor oder Nicht-Tor erbringen. Okay, im Nachhinein also kein Tor. Wir machen weiter mit dem Kaktor und herzlichen Glückwunsch nachträglich dem HSV zum Derby-Sieg. Aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.